Meine Damen und Herren, ich eröffne die Sitzung. Ich stelle die Beschlussfähigkeit fest. An einem schweren Tag sind noch offen die Punkte 25, 29, 30, 33 bis 59, 61 bis 67, 69, 70, 72, 86 bis 90 und 93 bis 95. Es ist noch eingegangen, verteilt, dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend Innenministerium muss Beachtung gerichtlicher Entscheidungen durchsetzen, Drucksache 19 63 31. Dringlichkeit wird bejaht, wird das Top 96 und kann nach 89 zu dem Thema aufgerufen, ohne Aussprache abgestimmt werden. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Gesetzeslesung bei einer Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den Anträgen zu den Aktuellen Stunden. Dann geht es mit Top 72 weiter. Es fehlen heute ab 15 Uhr der Herr Ministerpräsident und ganztägig die Frau Staatsministerin Puttrich. Der Herr Staatsminister Al-Wazir ab 15 Uhr und die Frau Staatsministerin Priska Hinz ab 16 Uhr. Da steht hier ab 11 Uhr. Ab 16 Uhr. Gut. Zu Beginn der Mittagspause kommt der Untersuchungsausschuss in Sitzungsraum 100a zusammen. Zum Fußball, meine Damen und Herren, eine traurige Zeit. Eintracht hat verloren am Wochenende, Offenbacher Kickers haben verloren am Wochenende und auch unsere Bayern haben, es ist die einzige deutsche Mannschaft, die noch im europäischen Wettbewerb ist. Deshalb sind es unsere Mannschaft. Herr Kollege Rudolph, ich will Sie nicht trügen zu Beginn der Sitzung unqualifizierten Äußerungen. Und Fußball haben Sie nicht so viel Ahnung wie ich. Also, auf jeden Fall können wir das in der nächsten Woche ja noch dann korrigieren. Und die letzte Hoffnung, meine Damen und Herren, die letzte Hoffnung war unser Star-Ensemble vom Schlossplatz, unsere Landtagself. Sie hätte fast den Tag gerettet, fast. Aber sie hat sehr knapp mit 1:4 gestern Abend gegen eine Mannschaft der Flüchtlinge in Taunusstein verloren. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass die Flüchtlinge in einem Alter waren. Die Spieler hätten die Söhne der meisten Spieler unserer Landtagself sein können. Zumindest hat Wolfgang Decker dies so in den Bericht hineinschreiben lassen. Ist mir gesagt worden. Also, wir haben auch ein Tor geschossen von Reinhard Derix und sogar einen Handelfmeter haben wir bekommen und haben auch versucht, den zu verwandeln. Aber auch das ist dann nicht so gelaufen, wie wir das uns vorgenommen hatten. Wir haben 4:1 verloren. Marc Weinmeister stand nicht im Tor. Deshalb ist die Niederlage in Grenzen geblieben, liebe Freunde. Und wir wünschen unserer Katze von Nordhessen auch für die Zukunft alles Gute. Ja, was soll ich heute wieder sagen? Ich bin traurig heute. Das ist das. Also hören wir heute mit dem ganzen Fußball auf, meine Damen und Herren. Es kann nur besser werden, und spätestens in der nächsten Woche werden wir wieder dann erfreuliche Dinge mitteilen können. Unsere Landtagself wird sich auch wieder steigern, Wolfgang, und da setzen wir fest drauf. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen guten Tag. So. So. Ja, wird vorgeschlagen, die Sitzung zu schließen, aber so weit gehen wir nicht. Also, ihr Lieben,